Fußballregionalligist Wattenscheid 09 hat auch durch den maßgeblichen Einsatz seines Aufsichtsratsvorsitzenden Ogo Sanken eine drohende Insolvenz in praktisch letzter Minute abgewendet. Rund vier Stunden vor Ablauf der Frist am Montagabend um 20 Uhr teilte der frühere Bundesligist mit, dass eine vor Monatsfrist begonnene Crowdfunding-Aktion die benötigte Summe von 350.000 Euro zur Sicherung des weiteren Spielbetriebs erbracht habe. Demnach hat Kans Unternehmen die nicht genannte Restsumme zur Rettung beigesteuert. Bis Montagmorgen waren lediglich Spenden und Hilfszahlungen in Höhe von rund 140.000 Euro bestätigt. Wattenscheid hatte im Dezember seine finanziellen Probleme offenbart und das Aus für den gesamten Verein einschließlich seiner viertklassigen Männermannschaft und aller Jugendteams nicht mehr ausgeschlossen. Viel Unterstützung im Ruhrpott zur Beschaffung des benötigten Betrages startete der Klub, der von 1990 bis 1994 in der Bundesliga gespielt hatte, eine Sammelaktion und wurde im Kampf um sein finanzielles Überleben auch von anderen Clubs aus dem Revier unterstützt. Ken hatte zunächst von der Einzahlung weiterer Eigenmittel absehen und vielmehr ein Zeichen der Solidarität aus dem Wattenscheider Umfeld eingefordert, nachdem der Unternehmer seinen eigenen Angaben zufolge bereits in der Vergangenheit Altschulden des Vereins in Millionenhöhe übernommen hatte. Die nicht ausreichende Unterstützung bis kurz vor Fristende führte offenkundig zu seinem Sinneswandel für eine Ausweitung seines persönlichen Engagements.